In diesem Video schauen wir uns an, wie wir Werbung aus dem JDownloader Loader 2 entfernen können. Mit Werbung meine ich hier rechts oben den Upload-Button oder hier diesen Contribute-Button. Und um die zu entfernen, gehe ich einfach hier oben mal auf Settings und hier dann unter Advanced Settings. Den Dialog kann ich einfach bestätigen. Und jetzt habe ich mir hier schon ein paar Schlagwörter aufgeschrieben, nach denen ich suchen muss. Und zwar Special Deals. Und bei diesen beiden Einstellungen nehme ich einfach den Haken raus. Das kann ich hier auch bestätigen. Das heißt nur, dass ich neu starten muss, den JDownloader. Als nächstes kann man dann nach UL-Banner, das geht um den Uploaded-Banner, suchen. Wenn ich den hier rausnehme, sieht man auch, dass er gleich verschwindet. Und zu guter Letzt suchen wir dann noch nach dem Donate-Button. Den kann man einfach auf Hidden stellen und man sieht, dass er dann gleich verschwindet. Jetzt prüfen wir nochmal, ob auch die ganzen Deals rausgenommen sind und die sind draußen. Damit ist jetzt der JDownloader werbefrei.